wo sind die Vorbilder in der katholischen Kirche? Und das war so ein bisschen der Impuls zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich auch katholische Influencer oder einfach Menschen, die mutig genug sind, auch öffentlich Zeugnis zu geben, für ihren Glauben einzustehen. Herzlich willkommen bei Credo Talk, diesmal auf der Mehrkonferenz 2024. Mein Gast ist heute Tini Brüning. Herzlich willkommen. Hi, danke. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Tini, ich stelle dich kurz vor. Wir haben uns schon mal gesehen auf der Mehrkonferenz 2017. Da hast du mitgesungen bei einem Psalmon-Beat, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Erinnerst du dich noch an die Melodie? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Sehr gut. Du hast ein Bekehrungserlebnis gehabt in Altötting bei der Gemeinschaft Emanuel, hast ein Volontariat gemacht im Gebetshaus Augsburg. Du dürftest dich von daher hier wohlfühlen. Du warst danach bei der J9 in Salzburg, bei der Home Mission Base, und hast anschließend noch als pastorale Mitarbeiterin mitgewirkt bei der Loreto-Gemeinschaft in Wien. Und jetzt studierst du angewandte Theologie in Paderborn. Ja, also ich habe angewandte Theologie studiert. Ich bin fertig seit Sommer und jetzt als Redakteurin bei KTV. Richtig. Und dazu hast du einen Podcast gemacht, der heißt Nähkästchen. Und du hast einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen, der heißt CrossConnect. Also du bist Vollzeit-Influencerin im Dienst für den Herrn. Ja, ich würde immer eher sagen, Missionarin im Herzen. Influencerin ist irgendwie so ein konnotierter Begriff, sage ich jetzt mal, aber kann man auch so benennen, denn das heißt ja nichts anderes als Einfluss nehmen. Und natürlich, das ist der Auftrag, den wir als Christen haben, Einfluss nehmen, verkündigen, unsere Botschaft verbreiten, Liebe leben letztendlich. Und von daher passt das, wenn man das jetzt so oder so nennt. Hauptsache, es kommt an, was meine Herzensbotschaft ist. Sehr gut, wir hatten es vorher schon davon, ob es erstrebenswert ist, Influencerin zu sein. Du hast mal irgendwo gesagt, ich würde auch jedem empfehlen, lösch Social Media, wenn du nicht weißt, warum und zu welchem Zweck du sie nützt. Yes. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass Social Media erstmal eine App ist, die auch viele toxische Seiten hat. Ich meine, wir sind so eine Generation, auf die ist dieses ganze Internet so geprasselt, ne? Und wir haben erstmal diese ganzen Reize und das ganze Netz und haben noch gar keinen reflektierten Umgang damit, wie auch. Es gab vor uns irgendwie keine Generation, die uns das vernünftig beigebracht hat. Und deswegen glaube ich schon, dass wir viel damit überfordert sind, dass wir unfassbar viel konsumieren und dass das auch nicht so gut ist, das wissen wir auch einfach heute, Süchte, Handysucht, man verliert irgendwie den Kontakt zu realen Begegnungen, weil man einfach die ganze Zeit im Netz alles kompensiert, Dopaminkicks. Und ich glaube, dass Social Media auch Seiten hat, die total toxisch sein können. Und deswegen würde ich sagen, naja, wenn du nicht einen reflektierten Umgang damit hast oder nicht weißt, wofür du es gezielt einsetzt, dann lösch es lieber, weil es einfach eine große Gefahr birgt. Ich würde aber auch sagen, dass Instagram erstmal nur eine App ist. Also es ist eine App, die ist jetzt nicht unbedingt nur schlecht, die ist auch nicht nur gut, sondern ich glaube, letztendlich ist sie das, was der Mensch daraus macht. Jetzt wollen wir über das Thema Einheit sprechen oder über das Thema Ökumene. Und ich weiß, dass dein Entschluss, in dem Bereich zu arbeiten, auch einen ökumenischen Ursprung hat. Magst du darüber kurz was erzählen? Ja, also ich selber bin katholisch und ich bin auch mit beiden Beinen gerne katholisch und auf katholischem Boden gegründet. Und dennoch hat mein Weg zu Gott und einfach auch in die Kirche ein paar Kurven genommen. Also ich bin auch geprägt durch das Gebetshaus, durch einen Ort, wo ich erlebt habe, dass man in einem Raum gemeinsam Gott anbetet, stundenlang, letztendlich Tag und Nacht. Und das tut man mit Geschwistern aus allen Konfessionen. Und ich weiß nicht, ob neben mir die Person jetzt katholisch, evangelisch, freikirchlich ist. Und das ist auch nicht wichtig, weil letztendlich stehen wir vor Gott. Das ist so im Gebetshaus das, was ich dort lernen durfte, was ich schätze, was ich auch hier auf der Mehr erlebe. Und das hat mich geprägt. Es geht letztendlich um den Fokus, um das Ziel. Und dennoch habe ich einfach auch in meiner Biografie, in meinem Glaubensleben für mich aber erkannt, dass ein großer Schatz für mich die Sakramente sind. Das Sakrament der Versöhnung, die Eucharistie, die Heilige Messe, das sind für mich und meine Lebensgeschichte
einfach unfassbare Schätze der Kirche. Und ich sehe die in unserer Kirche in Deutschland manchmal wie so verschüttet. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, diese Schätze unserer katholischen Kirche zu heben. Und deswegen habe ich für mich auch mit der Plattform Cross Connected einen Schwerpunkt darauf gelegt, auch missionarisch aktiv zu sein, explizit im Katholischen. Und dennoch nimmt mir dieses Katholischsein und dazu mich bekennen, nimmt mir nichts weg von dem, dass ich mich hier wohlfühle mit auch freikirchlichen Geschwistern. Okay, das ist ein spannendes Thema. Du hast gesagt, prägend war deine Zeit im Gebetshaus Augsburg, dein Volontariat. Und du hast auch irgendwo gesagt, dass es herausfordernd war für deinen katholischen Glauben. Magst du mal sagen, worin die Herausforderung bestand? Mhm. Ja, als ich hierher kam nach Augsburg, war ich 20 Jahre alt, das ist jetzt 8 Jahre her, und ich war da noch jung. Und in einer Zeit, wo ich eigentlich nur so katholische Gemeinschaften kannte von Wochenenden. Und dann habe ich hier einfach durch Freundschaft, auch durch reale Begegnungen und durch viel Zeit im Gebetsraum und in einem ökumenischen Kontext einfach Gott erleben dürfen. Und das hat mir erstmal viele Fragen hat das mit sich gebracht. Okay, bin ich jetzt eigentlich erlöst, wenn ich irgendwie als Baby getauft wurde, obwohl ich doch eigentlich da noch gar keine Entscheidung treffen konnte? Also diese typischen theologischen Fragen. Und ich habe einfach mit Katholiken gesprochen, mit Freikirchler gesprochen und das Zeugnis auch von Menschen aus der Freikirche, die einfach die Bibel kennen, die einfach so eine Souveränität haben, mit einem Feuer und einer Leidenschaft ihren Glauben verkünden, das hat mich angesprochen. Und ich habe dann einfach angefangen zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich katholisch? Die Freikirchler sind doch auch so ein starkes Zeugnis. Und dann begann so ein Ringen in mir und ein Suchen und ein Fragen, letztendlich die Frage auch nach meiner katholischen Identität. Aber erstmal habe ich auch für mich dann in meiner Phase da mit 20 auch so festgestellt, okay, wow, lassen wir mal diese ganzen theologischen Fragen weg. Was ist das Zentrale, das Heilsentscheidende? Und für mich ist einfach total wichtig zu wissen um dieses, wir sind ein Leib, eine Taufe. Also wir sind auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft, auf den Namen Jesu getauft. Ein Leib, ein Geist, eine Taufe. Und deswegen ist das für mich schon mal versöhnlich, dass ich erstmal den anderen annehmen kann, weil ich dachte ursprünglich auch, Freikirchen wären Sekten oder so. Und dennoch habe ich mich dann irgendwann einen Schritt weiter sozusagen auch gefragt, okay, warum bin ich katholisch? Und dann ging eben die explizite theologische Frage los. Und dann habe ich doch auch irgendwie meinen Weg gefunden, darin meine Konfession zu verstehen und die auch bewusst anzunehmen und daraus zu leben, auch letztendlich aus den Sakramenten. Du hast vorher schon gesagt, beziehungsweise ich habe es auch schon gelesen, wir möchten die Faszination für die Schönheit des Glaubens und die Schätze der katholischen Kirche heben und auch der nächsten Generation zugänglich machen. Da ging es um deinen Kanal Cross Connected. Mich würde das nochmal interessieren, wie das für dich zusammengeht mit einer Gemeinsamkeit mit anderen Konfessionen zusammen. Ja, unfassbar gute Frage. Denn die Geschichte, das ist so ein bisschen paradox, weil die Geschichte von Cross Connected, wie alles begann, hat eigentlich mit einem ökumenischen Kontext wieder zu tun. Ich war auf dem Willow Creek Leitungskongress und dort habe ich einfach freikirchliche Influencer erlebt. Und ich war wieder mal inspiriert. Wie zum Beispiel Jana Highholder oder Christoph Schacht, Christopher Schacht. Alex von den O-Bros habe ich da kennengelernt und einfach verschiedene Player so in diesem Online-Game der Kirche, sage ich mal. Und da habe ich gedacht, boah, wow, spannend. Und ich war in dem Kontext die einzige Katholikin. Und ich habe einfach einen Schmerz irgendwie empfunden darüber, dass meine Kirche, sage ich jetzt mal, einfach nicht vertreten ist. Oder ich habe das so wahrgenommen in dem Kontext. Und auf der anderen Seite war da eine Faszination darüber, wie stark die jeweils vorangehen und wie authentisch ihr Zeugnis ist. Und es war wirklich beides. Es war die Faszination, aufzuschauen auf meine freikirchlichen Geschwister in dem Bereich und der Schmerz, oh, mein Herz brennt auch für die Kirche, für die katholische. Und wo sind wir? Wo sind denn die Menschen, die heute in ihren Vereinen irgendwie groß werden, katholisch sind auf dem Papier? Und wo sind die Vorbilder in der katholischen Kirche? Und das war so ein bisschen der Impuls zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich auch katholische Influencer oder einfach Menschen, die mutig genug sind, auch öffentlich Zeugnis zu geben, für ihren Glauben einzustehen, den sprachfähig zu machen, dass wir einfach gesagt haben, okay, bewusst für die katholische Kirche, wir wollen bewusst der Kirche dienen. Das heißt nicht, dass wir jetzt uns abgrenzen wollen, wir sind besser, schlechter, gar nicht. Wir sehen das eher so, okay, wir fühlen uns da reingerufen, einfach unsere
Schätze zu heben und einfach unsere Konfession zu stärken. Aber eben aus dem Vorbild auch heraus von freikirchlichen Geschwistern. Mir scheint interessant ist ja auch, dass man diese Schätze oft erst entdeckt, wenn man irgendwie eine große Runde gedreht hat und mal außerhalb geschaut hat und dann wieder zurückkommt. Ja? Also jemand, der, sagen wir mal, weitestgehend nur über Taufe, Kommunion, Firmung kirchlich sozialisiert wurde, ist sich dessen oft nicht bewusst. Wie hast du diese Schätze oder was sind diese Schätze für dich und wie hast du sie schätzen gelernt? Ja, also ich war eben in Augsburg für ein Jahr, dann in der Jüngerschaftsschule in Salzburg für ein Jahr, dann in Wien für ein Jahr. Und das waren jeweils so Bubbles bei Loretto-Gemeinschaft im Gebetshaus, unter Christen. Es war schön, so wie hier, man ist unter sich. Und dann bin ich aber wieder rausgegangen und bin zurück nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Da komme ich auch her aus Nordrhein-Westfalen und ich hatte einfach die Sehnsucht, ich möchte all in gehen, ich möchte Missionarin sein, ich möchte für den Herrn leben und wirken, aber ich möchte das dort tun, an dem Ort, in meiner Heimat letztendlich, also in NRW, wo ich das selber nicht erlebt habe. Also meine christliche Prägung kam primär einfach aus dem Süden, Bayern, Österreich, und es war so eine Vision von die nachfolgenden Generationen, die auch aus Nordrhein-Westfalen kommen und irgendwie da so nicht so die geistlichen Gemeinschaften haben, die sollen es irgendwie besser haben. Die sollen nicht immer in den Süden reisen müssen, sondern die sollen irgendwie dort auch was vorfinden. Das war so eine Heimatverbundenheit auch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe zurück nach NRW, habe in Paderborn das Studium begonnen, angewandte Theologie. Aber ich habe mich schon immer so ein bisschen als Missionarin eher verstanden. Also Studium war so ein bisschen sekundär und dann die Mission ging eigentlich direkt los für mich. Und ja, das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, oh wow, jetzt habe ich hier meine Gemeinschaft nicht mehr, mein Gebetshaus nicht mehr, diese Bubble nicht mehr. Und das war auch echt nochmal, damals war ich dann ja, 23 und das war dann nochmal so, okay, wow, jetzt ist es trocken, jetzt ist irgendwie Wüste. Und dann war es sogar, das wäre ja schön, wenn es so gewesen wäre, es war aber sogar so, dass ich selbst innerhalb des Theologiestudiums mit anderen Katholiken in dem Kontext dann wieder auch Kontroversen gemerkt habe und auch verschiedene ja, theologische Überzeugungen auch und so wahrgenommen habe, dass ich dachte, wow, das ist jetzt echt hier ein bisschen rauer Nordwind und ich habe mich da teilweise so ein bisschen alleine auch gefühlt wieder und so wie ganz früher, wo ich immer alleine war im Glauben, bevor ich dann rausgegangen bin nach Augsburg und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, wo finde ich denn jetzt Jesus? Wie kann ich denn jetzt meinen Glauben im Alltag leben ohne dieses ganze Setting? Und dann bin ich einfach in die eucharistische Anbetung gegangen, in einer Stadtkirche, ganz trocken, neben mir zwei Seniorinnen. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das mache ich jetzt täglich, das mache ich jetzt in Treue. Ich bin einfach in die Heilige Messe gegangen, in die eucharistische Anbetung, in die Beichte. Ich hatte nichts außer irgendwie die Sakramente. Und ich habe tatsächlich vorher im charismatischen Kontext viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Aber auch in dieser Stadtkirche, in der Pfarrei mit zwei, drei Omas neben mir, auch da habe ich Gott echt erleben dürfen, in der Wüste. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, hier finde ich Jesus. Im unaufgeregten Brot in der Eucharistie finde ich den in so einer kalten Kirche in Paderborn genauso vor wie im Gebetshaus. Oder wie bei Loretto in Wien oder wie auch immer. Und das war, wo ich gemerkt habe, boah, er trägt wirklich. Er ist wirklich da. Und dafür muss ich nicht irgendwo hinreisen und in ein fancy Gebetshaus gehen. Und das hat mich motiviert zu sagen, boah, diese Schätze unserer Kirche, er ist da, in jeder Pfarrei. Und ja, da ist irgendwie der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, boah, ich möchte einfach dafür einstehen. Und er ist einfach da und wir suchen ihn überall, obwohl wir einfach nur da sein müssen, wo er einfach längst schon auf uns wartet, in jeder Kirche. Ich komme zu meiner letzten Frage, weil mir scheint, dass, obwohl jetzt zum Beispiel hier auf der Mehrkonferenz Menschen mit verschiedensten konfessionellen Hintergründen da sind, letztlich aber doch eine relativ große Homogenität oder, sagen wir mal, Einheit da ist in Bezug darauf, dass die Schrift einen großen Stellenwert hat, dass Jesus-Beziehung etc. einen großen Wert hat. Wir merken gleichzeitig, dass innerhalb der katholischen Kirche es oft nicht so leicht ist mit der Einheit. Jetzt sprechen wir zum Beispiel mal über den synodalen Weg oder so. Wie würdest du sagen, lässt sich Einheit innerhalb der verschiedenen Richtungen in der katholischen Kirche leben? Ja, also meine persönliche Erfahrung ist durch Beziehung. Also ich habe theologisch andere Meinungen in gewissen Themen, als meine Kommilitonen das hatten.
Und irgendwann haben wir auch über gewisse Themen einfach nicht mehr gesprochen, weil dann, vielleicht kennt man das, dann sind so diese Vibes, die denkt irgendwie anders als ich und irgendwie, das ist gerade im kirchlichen Kontext komisch manchmal, die Stimmung dann, und das merkt man auch. Und dann haben wir, glaube ich, einfach nicht mehr über Kirche oder über Theologie gesprochen, aber wir haben durchaus zusammen im Pub ein Bier getrunken. So, und einfach uns, sind wir uns menschlich begegnet, auch wenn wir verschiedene Meinungen hatten. Und das ist so für mich ein Umgang gewesen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wirklich Statements waren, wo ich dachte, wie kannst du das sagen als Katholik? Wie kannst du sowas behaupten, wenn du katholisch bist? Also wo wirklich das richtig aneinander geraten ist. Und dann habe ich da echt auch das Gespräch gesucht teilweise. Und meine Erfahrung war, ich erinnere mich, ich habe mit einem Freund telefoniert, der echt eine ganz andere Meinung hatte. Und wir haben 2 Stunden dann uns ausgetauscht. Und am Ende wirklich haben beide ihre Meinung ganz klar sagen können. Und wir haben trotzdem gesagt, hey, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und da werden wir nicht übereinkommen, obwohl wir beide für die Kirche letztendlich dienen wollen. Und es ist für mich ein Schmerz, muss ich echt sagen. Aber es war doch für mich ein hoher Wert zu sagen, menschlich begegnen wir uns. Und wir reden auch miteinander. Und wir können am Ende trotzdem anstoßen und sagen, ja, wir lassen den anderen stehen. Ja, das ist mir ein hoher Wert persönlich. Mir scheint immer, dass es ein großer Unterschied ist, wenn man sich tatsächlich face-to-face begegnet, als wenn man sich um Meinungen schlägt, irgendwie in den Kommentarzeilen auf Facebook unter katholisch.de oder so. Man bleibt letzten Endes bei theologischen Inhalten, es entstehen Fronten und man teilt kein Leben mehr. Ja, die Erfahrung mache ich auch. Das ist immer wieder auch spannend, wenn ich irgendwas teile und da kommen Nachrichten, wo ich einfach merke, boah, die Person, die beleidigt mich, die kennt mich nicht, aber greift mich so persönlich an, wegen meinem Glauben, wegen meiner Meinung, die ich öffentlich sage. Das ist schon auch heftig. Das ist wirklich krass. Und da muss ich auch wirklich lernen, Stichwort gesunder Umgang mit Social Media, mich abzugrenzen und da auch einfach einen gesunden Umgang zu finden. Und deswegen sage ich, um nochmal den Bogen zu schließen, also Social Media würde ich löschen, wenn ich nicht genau wüsste, wozu ich es einsetze. Tini, ich danke dir fürs Kommen. Vielen Dank. Und ich danke euch auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.